Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir ein Smoker Brisket. Richtig lange auf dem Smoker. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Für die ganze Aktion brauchen wir als allererstes hier so ein schönes Stückchen Brisket, also eine Rinderbrust. Das sind jetzt so 4,5-5 Kilo, die habe ich mir bestellt bei oberpfalzbeef.de und besteht aus zwei Teilen, aus einem Flat und einem Point. Hier unten ist das Flat drunter, hier unten, und hier oben liegt das Point oben drauf und du siehst praktisch, da ist so ein Fettteil. Den müssen wir gleich mal ganz kurz wegtrimmen oder weniger machen. Und dann brauchen wir ein bisschen Gewürz, da habe ich jetzt meinen Holy Dust, wenn ihr den nicht habt. Dann mischt euch den einfach zusammen, so wie ihr gerade Lust habt. Rezept findet ihr auf meiner Homepage. Und was man auf jeden Fall brauchen, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Und wenn man sich so umguckt, braucht man natürlich auch eine laue Sommernacht. Also wir haben jetzt einen späten Nachmittag, wo wir das zubereiten. Also ich gucke immer aufs Wetter, dass wir kein Gewitter oder so haben, weil den Smoker runterkühlt. Nutze heute auch der Bequemlichkeit halber meinen Pellet-Smoker, den Träger an der Stelle. Der wird schön mit 120 Grad die ganze Nummer versorgen und wird so 12, 15, vielleicht nur 16 Stunden. Mal gucken, wie lange ich die Sache entspannt laufen lasse. Schön über Nacht durchtrollern und mir überhaupt ja keine Sorgen machen. Und das ist das eleganteste Smoken, was du machen kannst. Du kannst sicherlich anfangen, mit großen Stickburnern zu arbeiten und jedes Mal Holz nachzumachen. Aber unter uns, Freunde, ey, so, wenn du das eh mal gemacht hast, das zweite und das fünfte Mal, dann sagst du beim siebten und achten Mal, sagst du, eine kleine Unterstützung gibt es ja. Und ob man jetzt einen Water Smoker nimmt, einen Gas Smoker oder einen Pellet Smoker, das sind alle Varianten, die einfach viel entspannter arbeiten als so eine große Lok. Gut, wie noch erzählt, jetzt geht es darum, hier das Fett runterzukriegen. Und dann nehme ich immer das Messer und lasse es mal hier unten so lang gleiten und gucke, bis wir irgendwo Fleisch treffen. So. Da haben wir noch kein Fleisch, aber wir sind schon drunter. Das teilen wir hier komplett gleich schon den Flat vom Point. Das müssen wir nicht machen. Und ziehen hier mal ganz locker runter. Und dann siehst du, haben wir schon diesen riesen Klops hier weg, der uns sonst nur sinnlos den Smoker voll geschmattert hätte. Und das machen wir hier jetzt genauso. Hochziehen und raustrimmen den Keil. Hier ist ein bisschen mehr. Zack. Schon besser, fehlt schon ein bisschen was. Guck mal, hier drüben haben wir auch noch ein schönes großes Stück. Besser ansetzen. Muss mal ein bisschen wabbeligen Fett erstmal rankommen. Aber das macht uns hier keine großen Punkte, wenn wir das dran lassen. Ziehen wir lieber ab, trimmen das weg und auch hier an der Seite nochmal, zack, nochmal einen Schnitt gemacht. Und hier hinten auch den Knibbel, zack, weg. Der Rest, der dran ist, der kann bleiben. Unterseite, ich mal, hier ist auch noch was. Schneiden wir auch nochmal eins kurz. Oh, jetzt sind die tief drin. Da kommt das schon, siehst du das? Zack, hast du das weg. Und hier. Naja, komm, das machen wir der Form halber. Haben wir den auch weg. Dann haben wir schon grillfertig getrimmt. Darauf verteilen wir jetzt unseren Holy Dust. Der riecht schon herrlich. Ja, so schöner Rauch schon, was? Ja. Herrlich. Also da hast du richtig, machst du schon beim Würzen hast du dieses Barbecue-Loop. Also es ist direkt gleich geil. So, hoch und dann die Ecken nochmal aufditschen, den restlichen herab aufnehmen. Und jetzt gibt es zwei Meinungs- und zwei Glaubenssätze. Der eine sagt, du musst das erst nochmal 12 bis 24 Stunden in die Folie einmachen, dass der Rapp wirken kann. Davon halte ich persönlich nicht viel, weil ich will ja fertig werden. Ich will ja nicht schon drei Tage vorher planen, was ich drei Tage später essen möchte, sondern muss ja immer irgendwie, wenn ich Hunger habe, muss es auch werden. Und wenn wir über Nacht so eine Nummer ziehen lassen, das wird schon herrlich bescheuert genug. Da muss man sich nicht nur Gedanken drum machen, ob man 24 Stunden vorher noch das Gewürz ziehen lassen muss. Guck mal, wir haben ja 12 bis 14 Stunden drauf hier auf dem Smoker. Und da hat die Gewürz wirklich genug Zeit, mit dem Fleisch zu diskutieren, ob er den Geschmack annehmen will oder nicht. Da ist dieses wunderschöne Stück und den legen wir hier ordentlich schön mittig auf. So. Also ich mache das ein bisschen so, nicht, dass er nicht so auseinandergezogen, aber auch nicht gestaucht ist, sondern irgendwie so ein Mittelding. Das ist so eine, das Fleisch so seine normale Position hat, wie ein Tier auch hätte, entspannt. Dann schließe ich den Deckel und starte den Smoker. Wenn du jetzt einen Stickburner hast, also eine klassische Lok als Smoker, dann empfiehlt sich die vorher anzumachen, weil die muss ein bisschen vorheizen. Du hast vorher so einen komischen Qualm und
Hast hier zwar auch, bloß ganz kurz, bei der Analog, die würde ich mal vorher jetzt und dann erst auf warm legen. Und beim Water Smoker, den würde ich vorher auch schon einregeln, dass es ungefähr passt. Bei wie viel Grad hast du noch gar nicht gesagt? 120. 120. Und beim Water Smoker ist aber so ein Thema, da muss man so ein bisschen rumspielen. Wenn du jetzt Wetter hast wie hier, die Sonne knallt von oben auf den schwarzen Smoker, dann wird der Richtung Nacht, wenn das große Licht weg ist, wird bei dir die Temperatur nach unten gehen. Weil jetzt natürlich richtig Energie in den Smoker nur von der Sonne schon drin ist. Und da wirst du bestimmt unten noch ein bisschen aufmachen müssen, dass du mit der Temperatur wieder Richtung 120 Grad hochkommst. Man muss sich da jetzt auch nicht drum versklaven um die 120 Grad. Ja, die Leute, die fangen an so zu sagen, Mensch, 115, 112,5 oder irgendwas. Lass es bei 120 laufen. Wenn du so ein Gerät hast, der entspannt für dich die Sache macht, ist in Ordnung. Wenn du tatsächlich doch mit so einem Stickburner arbeitest, dann hast du immer diese Reichweite von irgendwo 110 bis 140 Grad. Du fährst über so eine Welle ab, die funktioniert. Also da brauchst du nicht versuchen, das Ding genau einzuregeln, das wird nichts. Dann musst du einfach so auf Sicht fahren. Ja, so ein bisschen so gieren, sodass die Sache so passt. Richtest du dich dann nach einer Kerntemperatur? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde bei dem Brisket jetzt eine Kerntemperatur ansetzen von 92, 93 Grad. Da könnte ich jetzt direkt eigentlich schon eine Sonne drin machen. Mache ich aber nicht, weil mich die nächsten 8 Stunden oder 10 Stunden, eigentlich die nächsten 10 Stunden, schon überhaupt nicht interessiert, was da drin passiert. Weil die nächsten 10 Stunden ist das Ding auf gar keinen Fall fertig. Und deshalb muss ich auch nicht laufen lassen, mich die Nacht über piepsen mit einem Verbindungsabbruch oder ich stresse mich die Temperatur zu schnell hoch oder zu langsam. Ich blende das einfach aus, habe einen ruhigen Nachtschlaf und gucke mir morgen früh, wie der Stand der Dinge ist. Eine tiefe, entspannte Nacht ist rum, ausgeschlafen, immer zwischendurch kurz gekickt. 60 Stunden hat der Spaß gedauert und so sieht unser Brisket gerade aus. So wackelig muss das sein, das muss richtig schön in Bewegung sein können. Und das nehmen wir jetzt runter und kosten. Und immer wenn die Katze nölt, weißt du, das Essen ist fertig. Die ist langsam gut erzogen. Jetzt hat sie sich schön getrennt, sie ist unten eine Flatte und hier oben den Point drauf. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal so einen klassischen Mittelschnitt durch, beides durch. So. Und siehst du, wie der Saft vorsichtig rausläuft. Und ich drücke da jetzt nicht drauf, weil es ja so eine Instagram-Unangewohnheit, was mir aufgefallen ist, dass sie hier auf dem Fleisch rumdrückt, dass auch ja jeder sieht, dass es saftig ist. Ich denke, man kann doch einfach glauben, dass es saftig ist. Aber ich schneide hier. Und beim Schneiden ja, wird sicherlich ein bisschen Saft rauskommen. Oh Gott. Den Point zerreißt er gleich oben. Und das Flat, gucken wir mal hier so, zack. Hängt schön locker drüber. Wir gucken mal, wie das heiß am Finger, wie von der Spannung ist. Da siehst du, zerfällt. Genau so muss es sein. Und ich nehme mal gleich so ein Stückchen. Muss da aber noch ganz kurz pusten. Alter, die Katze ist ja. Du kriegst doch was ab. Denn die Zuschauer, die kannst du ja nicht stören. Pusten. Wenn so ein Stück 92 Grad Kerntemperatur hat, dann hältst du da 92 Grad drin und das ist fast kochend. Und kochendes Zeug im Mund muss man nicht haben. Wie mir jetzt schon die Finger schmieren, großartig. Nehmen wir jetzt von diesen fetteren Stücken drin in die Hohlebirne. Sehr schön. Wenn wir uns mal angucken, ist immer der Rauchring. Kannst du sagen, was du willst. Aber das ist ein durchaus gültiger Versuch. Guck mal, wie das abflattert hier oben. Herrlich. So muss ein Brisket aussehen. Und ich habe das jetzt mal ganz bewusst auf die lange Tour gemacht. Und willst du mal was essen, Frau? Ah, die Katze. Warte, ich schmeiß mal runter die Katze. Dann haben wir gleich unsere Ruhe, ne? Hier, Katze, da unten. So, Katze hat was bekommen. Ja, was soll ich sagen? Also auch auf so eine lange Tour, ich kürze gerne mal ab. Und bei diesem ist mir das sehr gut gelungen. Und wer da Zeit hat, dann macht das. Das macht natürlich nur Sinn, finde ich, beim Gerät, wo es auch entspannt läuft. Also im Kugelgrill, diese Minion-Ring-Bastelei und so, das kann man halt machen, weil irgendwie mal unter uns, das nervt ja. Schießt die ganze Zeit daneben, zu viel, zu warm, zu irgendwas. So, Water Smoker, Digital Smoker, Gas Smoker, das funktioniert sehr, sehr gut.
Und ich würde sagen, das solltet ihr tun. Wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, freue ich mich über einen Daumen nach oben, den ihr oder einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher, bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feins Grillen Barbecue. Macht's gut. Und wer sich fragt, wo es alt hingeht, ich habe gleich noch eine Familienfeier oder heute Abend. Da werden wir als Aufschnitt genießen.